Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tribes of Midgard. So, okay. Das Bootsystem ist wie bei Valheim aufgebaut. Sehr interessant. Wir tuckern mal eine Runde mit dem Boot rum und schauen, ob wir eine neue Insel finden, wo wir eventuell andere Ressourcen bekommen. Wäre tatsächlich richtig nice. Und nebenbei tuckern wir ein bisschen auf der an der Insel hier mit rum, um die mal komplett aufzudecken. Wenn ich nicht irgendwo dagegen fahren sollten, tun, müssen, werde. Genau. Eine neue Insel wäre schön. Und da fliegen Pfeile auf mich zu. Neue Insel und neue Ressourcen wären geil. Jetzt ist nur die Frage, wie weit sind die Inseln immer auseinander? Und ich glaube, es ist gerade, oder es wird gerade Nacht. Das heißt, ich kann auch nicht irgendwo einfach mal so an Land gehen. Das ist natürlich richtig bescheiden. Aber wir haben hier unten ein Stück aufgedeckt. Ich würde sagen, dann tuckern wir mal straight nach Süden, ne? Was ist jetzt hier für ein roter Punkt auf der Minimap aufgetaucht? Was ist denn das? Da kam ein grüner Popel auf mich zugeflogen. Okay. Hier unten taucht was auf. Laut Minimap. Hui. Hui, was ist das denn? Haha, gekonnt ausgewichen. Ei, was ist das denn? Das sieht ja geil aus. Also das Boot ist sehr, sehr langsam. Aber ich will jetzt auf diese Insel da unten gehen. Hier scheint es nichts drauf zu geben. Okay. Darf ich hier nirgendwo anlegen? Ich suche dieses graue Flachland, wo wir losgestartet sind. Hier, das da. Das ist hier nirgendwo. Hä, warum? Ja, das Boot. Ich weiß nicht warum, aber das ist sehr, sehr langsam. Was? Ach, Stärke 50 hat das zu bedeuten unter dem Namen. Ah, ich verstehe. Aber die Geräusche vom Boot, dass das so knarzt, das hört sich auch wieder richtig, richtig geil an. Der Wendekreis, ja, der gleicht einem LKW. Und ich weiß nicht, wie lange wir jetzt noch auf dem Meer bleiben, bis wir hier irgendwo mal anlegen dürfen. Ja, da oben ist schon wieder unsere Insel. What the fuck? Ob man hier eine Brücke rüberbauen kann? Das geht... okay. Das geht doch bestimmt, oder? Dass man da eine Brücke hinbauen kann. Dann muss ich immer mit dem Boot fahren. Und dass ich gerade was angefahren habe, das war Absicht. Ich wollte euch zeigen, wie man es nicht macht. Ey, aber hier so eine Brücke rüberbauen, das wäre doch bestimmt geil. Das wird ein Projekt sein, das werde ich definitiv in diesem Let's Play machen.
einfach versuchen, eine Brücke zu bauen. Von der einen Insel zur anderen. Ah, das Boot sieht schon geil aus. Na, ranzoomen darf ich wieder nicht, das ist schade. Ich würde jetzt aber tatsächlich gerne mal anlegen dürfen an der Insel. Und da haben wir doch was. Stehen bleiben. Und raus. Oh, so. Noch eins raus. Erstmal euch wegmachen. Und erstmal schnell hier hoch ins safe Gebiet gehen. Levelaufstieg. Wir haben wieder einen Segenspunkt erhalten. Geil. So, und natürlich Aigua hier. Hier fehlen Bäume. Midgard hat einen weiteren Tag überstanden. Tag 9 mittlerweile. Nice, nice. Darauf erstmal einen Fisch angeln. Genau, einen schönen Lachs haben wir bekommen. Ja, Schwein, ich lass dich leben. Ui, da gab es aber wirklich viel Loot gerade. Uiuiuiui. Oh, ich sehe gerade wieder, ich muss meine Sachen reparieren. Wenn wir gleich mal einen Angriff nehmen. Hier, das war das. Das brauchen wir noch nicht reparieren. Aber hier gab es wieder Fleisch. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Und Fisch. Oder eine Alge. Oh Mann. Holz. Komm her. Das ist wieder so ein großes Teil. Das würde ich tatsächlich gerne mal komplett looten. Was? Jofka-Keule. Macht 75 Damage. Das Zerlegen eines Kontraktus erzeugt eine Explosion, die sehr hohen physischen Schaden verursacht. Was? Warum? Warum explodiert was, wenn ich das zerlege? Hier ist schon wieder so eine Troller. Alter! Jetzt stirb doch mal! Jetzt! Lecco Mio hat die was ausgehalten! Namhafter Schatz Level 2. Was, eine Rassel? Ich habe eine Rassel bekommen? Hä?
Ein mystischer Talisman, der für die unheilvollsten Rituale im Lichtwald verwendet wird. Okay. Das machen wir jetzt noch nicht, den Segenspunkt. Da warten wir wieder ab, bis wir 2-3 haben. Ich will jetzt in dieses eine Gebiet gehen. Guck mal, so war ich immer, ne? Aber die Mobs hier halten ein paar Schläge mehr aus. Als wie die, die wir bei uns zu Hause haben. Und warum, wenn die runterspringen, landen die auf meinem Kopf und gehen da nicht mehr runter? Was ist falsch mit den Wölfen? Darf ich hier irgendwie vorbei? Oh, ein Klapperhase. Ja, hier können wir weiter. Nice. Oh, Werwolf. Eisen. Eisen hat Vorrang. Beim Zurückrollen. Geil. Da haben wir beim Zurückrollen einfach den entscheidenden Hit gegeben. Alter. An dem genauso. Geil. Das. Ah, okay, das Eisen habe ich jetzt auch wieder zerkloppt. Hä? Das ist creepy. Oh, hier ist es. Dieses Wüstengebiet. Darf ich? Da war Eisen, das habe ich gesehen. Darf ich hier nicht rein? Oder wie ist das? Wo ist denn der Baum hingeflogen? Oh, da ist wieder so ein Weltenhirsch. Was ist denn das? Unterführung. Darf ich... Hä? Darf ich nur durch die Unterführung da rein? Ich will zum Weltenhirsch. Wow, okay, da erwartet mich was, wenn ich aus der Höhle rauskomme. Okay. Alter, hör mal auf, so viel auszuhalten. Scheiße, der hält mir viel zu viel.
Ey, ich hab gerade was gegessen und ich bin schon wieder fast down. Jo, ich bin tot. Der erste Tod. Ich glaube, da darf ich noch nicht hin. Ich muss erst mal einen Schluck Kaffee trinken. Ich glaube, da darf ich noch nicht hin. Muss ich aber, weil ich mein Boot, nicht mein Boot, mein Loot holen will. Und genau deswegen habe ich zwei Boote mitgenommen. Sicher ist sicher, weil das andere Boot steht jetzt tatsächlich da drüben am Ozean. Oder habe ich das eingesammelt? Nee, das hatte ich dort stehen lassen, ne? Ja, ich glaube, das habe ich doch stehen lassen tatsächlich. Oh Mann, ey. Ja, müssen wir nochmal dahin tuckern. Ja, das steht noch dort, aber ich hatte zwei gemacht. Eins habe ich noch im Gepäck. Nur dann. Das ist tatsächlich ein bisschen doof jetzt. Und man kann auch nicht dort beim Wüstenteil in der Nähe irgendwo anlegen. Man muss da hochfahren. Ich brauche halt bessere Ausrüstung. Bessere Rüstung, Schild, Schwert, mehr Leben, mehr Damage. Sonst kann ich das alles vergessen, ne? Da drinne. Und das ist, das Vieh war wirklich heavy, also... Da werden wir halt doch mal das hier machen müssen. Gegner, die Sprossradius betreten, werden von den Wurzeln des Weltensbaums umschlungen und betäubt. Kein Wunder, dass die Götter diesen Baum so sehr mögen. Gucken, wenn die festgehalten werden, wäre das natürlich geil. Da könnte man entweder abhauen. Oder aber drauf einprügeln. Sag mal. Haben wir die Boote auf jeden Fall dabei? Haben wir doch jetzt beide, oder? Ja. Aber ich muss ganz kurz das da machen. Wow, das meinen die mit Explosion. Okay.
Also könnte man auch dort, wo dichte Bäume sind, mal ganz kurz das Teil aufbauen, abbauen und schon fallen alle Bäume um. Wäre technisch gesehen natürlich auch richtig geil. Ah, cool! Die werden wirklich festgehalten. Da kann man ja abhauen oder kämpfen. Geil! Ich hoffe nur, dass der Mob dort nicht wieder wartet. Weil das wäre dann ein bisschen kacke. Das wäre dann Kaki. Jetzt soll ich hier außen rumrennen. Ernsthaft? Ich reite nicht. Ach, ich renne nicht. Ich reite. Nö. Ja, gleich sind wir da. Oh, bitte lass den nicht am Eingang warten. Bitte warte nicht am Eingang. Das wäre nicht gut. Wir haben unser Loot wieder. Raus hier. In die Höhle, nee, da will ich noch nichts mitmachen. Alter. Ich würde sagen, da decken wir die Insel hier ein bisschen auf. Ich hoffe mal, dass der Weltenhirsch nicht verschwindet in der Zeit. Ja, da gucken wir uns die Insel an. Vielleicht gibt es hier noch andere Sachen, die wir neu finden und dazu bekommen. Ich brauche auf jeden Fall Loot. Was für eine Rune? Werwolf. Scheiße. Dann wieder ein Levelaufstieg, das ist geil. Was machen wir jetzt? Was war das hier unten? Ne? Erhöht die Effizienz von Donner-Effekt. Ja, wir können sowas noch nicht einsetzen. Belebe dich selbst wieder. Das ist halt auch richtig geil. Panzerung. Erhöht die gesamte LP um 50%. Das wäre natürlich auch noch was. Oh fuck, ich stehe ja voll mitten am Feindgebiet. Erhöht den Schaden des letzten Combo-Angriffs. Behalte beim Waffenwechsel dein Mana. Erhöht die Laufgeschwindigkeit. Du kannst noch weiter herauszoomen. Deine Pfeile durchbohren Feinde.
Du erhältst ein LP statt zu sterben. Ach, du behältst ein LP statt zu sterben. Das hört sich interessant an. Ey, die halten hier was aus. Das ist nicht mehr normal. Daran sieht man, dass wir in einem neuen Gebiet sind halt. Und ich werde aber nicht auf jeder Insel tatsächlich eine Basis bauen. Weil das bringt's ja nicht. Da müsste ich ja die Ressourcen immer hin und her schleppen. Aber wir werden einen anderen Weg finden, denke ich mal. Oh, jetzt geht doch endlich down. Meine Güte, die hält was aus. Wo waren? Hab ich schon alles mitgenommen von der Truller? Oh, scheint so. Ne, hier oben liegt doch noch was. Hä? Da! Tochter von Egir. Tochter von Egir ist das. Das braucht man. Na, nicht wegwerfen. Nein, auch nicht streicheln. Ablegen, 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 ablegen. Anlegen. 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 Den Rest brauchen wir erstmal überhaupt nicht. Außer das da. So. Eine Robbe. Ja, also von denen Wärmer kriegt man das nicht. Was sind das? Da müssen wir irgendwo anders her diese Silikiflossen kriegen. Ich will da hoch. Da ist sowas Schönes. Da ist nochmal so eine Wüste. Aber wieder mit so einem Höhleneingang. Oh nö. Oh, das ist doch kacke. Alter. Ich will nicht durch so eine Höhle rennen müssen, um in die Wüste zu kommen. Das überlebe ich hinten und vorne nicht. Da ist ein Weg nach oben. Was ist denn diese Kette? Hase. Eisen. Ey, dieses Geküke der Hasen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört.
Aber das hört sich an, als ob die gequält werden. Oh ja, also diese umschlingenden Ranken, die sind so geil. So, bevor wir jetzt gucken, was das ist. Da schreit nämlich irgendeiner. Otto, der Abenteurer, wurde vor dem Ritual bewahrt. Eventfragment. Ah, okay. Interessant, was es so für Sachen hier noch gibt, die wir noch gar nicht kennen. Okay, ich muss es noch mal testen. What the fuck? Damit kannst du echt, aber man kriegt sehr wenig Holz raus. Ich glaube, weil man es eben nicht mit der Axt abbaut. Das ist dann tatsächlich scheiße. Ich dachte halt, man könnte so ein bisschen tricksen und den Wald instant roden, aber nein. Leider nicht, leider nicht, leider nicht. Oh, ich will hier rein. Das ist scheiße. Ja, dann werden wir uns das nächste Mal oder demnächst, wenn wir wieder zu Hause sind, definitiv um eine Base kümmern, um eine richtige Base. Gucken, was wir noch alles upgraden können. Und schauen, dass wir eventuell bessere Ausrüstung bekommen, damit wir gegen das Biest hier drinnen überleben können in der Höhle. Oh! Eine 120er Stärke! Aber wir sind in so einer Wüste! Geil! Was ist das? Brenneifer-Bernstein. Geil. Das ist doch das, was wir brauchen zum Upgraden. Geil. Was ist denn das? Obsidian. Ist ja noch besser. Also finden wir hier zwei von den paar Sachen, die wir brauchen, um Sachen abzugraden. Das ist geil. Das ist echt geil. Und Kletterpflanze. Okay. So, aber was wir noch alles finden werden, das erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und Kommentare. Der Daumen nach oben ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video.